Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute, als ich auf der Arbeit war, die Paintbox hier zu Hause eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der Juni-Edition verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bin wieder ganz normal auf der Arbeit, ich bin nicht mehr im Homeoffice und ich kann zusammen mit meiner Kollegin im Büro sitzen und... Yay, ohne Witz jetzt. Ich freue mich mega, deswegen bin ich auch echt gut drauf. Es ist alles sehr wuselig zurzeit, aber es ist, ich genieße es wirklich. So, diese Box bekomme ich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Deswegen habe ich hier auch einen Flyer. Endlich wieder handschriftlich mein Name drauf. Liebe Claudia, ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut. Oh, das ist total lieb. Dankeschön. Ja, uns geht es wirklich gut. Die neue Pinkbox Ready for Holiday soll dir trotz der momentanen Situation ein wenig Urlaubsstimmung in deinen Alltag bringen. Auch wenn der diesjährige Sommerurlaub nur auf Balkonien stattfinden sollte. Bleib gesund. XOXO Maria vom Pinkbox-Team. Liebe Maria, mein Urlaub ist leider schon durch. Ist nicht schlimm, aber ich habe ihn sehr genossen. Es war super erholsam und da wir halt keine Kinder haben, ist es sehr, sehr entspannt, weil man sich nicht nach Ferien richten muss. Und es war wirklich angenehm, auf Balkonien, Terrassen und in Bad Maingarten zu urlaubieren. Genau. Da das eine Kooperation ist, darf ich tatsächlich auch eine Box in diesem Video an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und diese Box kostet für Abonnenten im flexiblen Abo 15 Euro und schaut so aus. Ist die klassische Version. Manchmal haben wir auch noch eine Sonderedition, wenn dann ein anderes Packaging ist oder so. Ich glaube, letzten Monat hatten wir das und huch, da will schon was rausfallen. Der Deckel ist entfernt und hier steht immer im Deckel, du bist schön und das finde ich super freundlich. Und so schaut es aus, wenn man den Deckel entfernt hat. Genau, das ist ein Seidenpapier mit einem Seidenschleifchen und ich rieche immer gerne an der Box. Aber leider kein Duft, der rauskommt. Manchmal hat man das. Das ist immer sehr... Dann kann man schon mal so überlegen, was könnte drin sein und so. Okay, wir öffnen einmal das Seidenschleifchen. Dann haben wir einmal den Klebi, der das Ganze hier zusammenhält mit einem Herzchen. Hübsch, ja. Das ist sehr liebevoll immer. Huch. Und ich zerreiße den Klebi. Oder vielmehr das Seidenpapier. So. Dann haben wir hier Ready for Holiday. Einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist mit den Produkten und den Preisen. Und den ersten Blick in die Box. Und es sieht schon mal recht bunt aus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Box hat sich auch ein bisschen hochgehoben. Also da scheint ein bisschen mehr drin zu sein. Und ich bin immer sehr interessiert, was die Leute sich dabei gedacht haben, als sie die Pinkbox gepackt haben. Das steht meistens auf der ersten Seite. Deswegen nehme ich mir die erste Seite mal vor. Liebe Pink Lady, spürst du das? Der Sommer kommt langsam. Aber er kommt. Und nach den ganzen Wochen, die wir zu Hause verbracht haben, sind wir auf jeden Fall ready for holiday. Egal ob auf Balkonien oder im Garten. Wir machen es uns schön. Ja, zum Beispiel mit der pflegenden... Oh, das will ich gar nicht lesen. Das will ich gar nicht lesen. Mensch, seit wann macht ihr Spoiler da drin? Das ist ja fies. Egal, wo du deinen Urlaub verbringst, wir wünschen dir eine entspannte Auszeit. Viel Spaß beim Ausprobieren und Testen. Dein Pinkbox-Team. Vielen, vielen Dank. Da stehen auch manchmal noch weitere Infos drin. Keine Ahnung, oh, Happy Pay. Irgendwie gibt es eine Pink-Card. Keine Ahnung, kannte ich auch nicht. Und Urlaub auf Balkonien oder im Garten. Das sind die Vorteile. Das ist ganz süß. Also die haben da immer so aktuelle Geschichten. Ich greife einfach jetzt rein und nehme was raus. Dann nehme ich erstmal wahrscheinlich das Kleinste. Und zwar ist es von Tees. Das hatte ich jetzt schon das ein oder andere Mal in der Box drin. Das ist eine sehr interessante Marke. Ich habe tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aktuell Regenbogennägel mir gemacht. Ja, ich hatte gestern einfach mal Lust drauf, weil in den grauen Alltag einfach mal ein bisschen Farbe reinbringen, fand ich cool. Und mit einem bunten Augen-Make-up möchte ich zum einen nicht zur Arbeit fahren und zum anderen habe ich einfach morgens die Zeit dafür nicht. Und da habe ich mir einfach gestern Abend überlegt, ich mache mir dann die Nägel bunt, weil die sind dann jetzt für eine Woche bunt. Und da habe ich auf dem Daumennagel einmal von Sally Hansen die Farbe Mojito und darüber von Tees ein Nageltopper. Deswegen, ich trage aktuell ein Tees-Produkt. So, und das hier ist Desert Lush Sheer Lipstick mit Lichtschutzfaktor 10. Das ist freundlich und das ist die Farbe Crisp Nude. Ich hoffe, der ist nicht so orange, wie das hier so abgebildet ist. Oh, cool. Die Verpackung sieht richtig cool aus, ne? So fancy und dann durchsichtig. Okay. Oha, das ist ein richtiges Nude. Das riecht noch nicht viel. Mhm. Das ist
ist wie ein Lippenpflegestift im Prinzip von der Deckkraft her. Also sehr dezent, sehr tragbar auch für den Alltag und hat das irgendwie, ja, der hat auch leicht einen Schimmer mit drin. Das finde ich ja cool. Aber sehr, ne, dezent und das mag ich. Also das ist wirklich ein tragbares Lippenprodukt. Ja, da sind Glitzerpartikel drin, goldene Glitzerpartikel. Und mir gefällt es. Ich finde den schön. Richtig cool. So, somit startet das ganze Ding schon mal ganz gut. Dann habe ich hier etwas drin von Yves Rocher Anti-Pollution, eine Haarmaske, Cheveux und Scalp. Queer, keine Ahnung, das ist eine Maske für die Kopfhaut und für die Haare. Das finde ich gut. Die kann ich dann noch gut mal verwenden. Steht hier irgendwas auf Deutsch? Kopfhaut Pre-Shampoo. Ein bis zweimal pro Woche. Einmassieren, ausspülen. Aha. Peeling. Ach, das ist so ein Kopfhaut. Ach, so ein Kopfhautpeeling oder sowas. Ja, das kommt hier auch so ein bisschen körnig raus. Weißkörnig. Riecht frisch, angenehm. Das werde ich auf jeden Fall testen. Cool, das gefällt mir. Praktisch. Ein ganz klassisches Produkt, was jetzt einfach für die Zeit ist und was auch sinnvoll ist, ist von Weleda mit Lichtschutzfaktor 30 Edelweiß Sonnenmilch, mineralische UV-Filter, extra wasserfest. Wo ist meine Stimme verschwunden? Keine Ahnung, sie hat sich gerade verabschiedet, kurzfristig, und das ist einfach eine Sonnencreme. Ich hoffe, dass die nicht weiß sind, weil das ist bei mir immer so ein kleines Kriterium, was ich bei Sonnenmilch habe, aber die sieht so ganz gut aus, ne? Ja, definitiv eine Geschichte, die man jetzt sehr gut gebrauchen kann. So, dann May. Normalerweise haben wir so 5 Produkte in der Box mit drin und wir haben jetzt ja schon 1, 2, 3 und da sind noch mehr drin. Das ist krass. Hier habe ich etwas, den habe ich glaube ich schon und ich liebe ihn. Parsa, das ist ein Pinsel und Leute, ihr habt, oder nein, ihr werdet am Samstag noch mein Pinselsammlungsvideo sehen. Ich liebe Pinsel. Habe ich den hier irgendwo? Ja, hier habe ich den schon. Da habe ich den einmal ausgepackt. Richtig toller Pinsel. Das ist ein Pinsel, mit dem kannst du super unter den Augen setzen oder auch Blush auftragen. Du kannst damit dein ganzes Gesicht abpudern. Du kannst da wirklich, das ist so ein Universalpinsel, hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß nicht, was sagen die dazu. Puder- und Bronzerpinsel. Ja, Bronzer kannst du natürlich auch damit auftragen. Ist überhaupt kein Thema. Mega gut. Wie gesagt, den habe ich schon einmal da. Aber zweimal ist auch gut. Ja, cool. Dann haben wir hier etwas richtig Cooles. Und zwar, na, das haben wir eben schon so schimmern sehen, von Isana Glow Konzentrat Beauty Glamour. 5x2 Milliliter, da hast du 5 Ampullen drin. Das finde ich hübsch. Das ist richtig schön. Das ist übrigens sehr witzig. Du sollst es dir einfach nur auf die Haut geben. Du sollst es nicht trinken und du sollst es dir auch nicht spritzen. Einfach nur aufs Gesicht geben. Solche Anwendungshinweise liebe ich. Okay, was haben wir hier drin für Ampullen? Retinolkonzentrat und Aloe-Konzentrat. Mhm. Das sind die verschiedenen Sachen, die damit bei sind. Ja gut, genau. Und von dem Retinol hast du 2 Ampullen. Das Rosé-Goldene Konzentrat reduziert kleine Fältchen. Retinol, also Vitamin A, unterstützt die Hauterneuerungsprozesse. Die Haut erscheint insgesamt ebenmäßiger und frischer. Feine, lichtreflektierende Softpigmente kaschieren Poren, Fältchen und Unebenheiten. Macadamia-Nussöl schenkt ein seidenweiches Hautgefühl. Hört sich doch schon mal nice an. Aloe-Konzentrat, davon sind 3 Ampullen drin. Das transparent schimmernde Konzentrat mit Luxus-Schimmerperlen verwöhnt durstige, müde Haut. Es versorgt sie sofort und intensiv mit wertvoller Feuchtigkeit. Trockenheißfältchen und Spannungsgefühle werden gemildert. Mega cool. Also gerade dieses Aloe-Konzentrat könnte ich aktuell sehr, sehr gut gebrauchen. Und ich denke, dass ich das mir auch ins Bad stellen werde und dann jetzt so in den nächsten Tagen einfach mal verwenden werde. Richtig cool. Und als letztes haben wir hier noch einen Snack mit drin und zwar, oh, den hatte ich auch schon mal, Wild Berries Cashew and Oat Cookie. Das ist einfach so ein kleiner Keks. Den werde ich mir gleich gönnen, denn ich komme von der Arbeit und ich habe echt Hunger. Ich kann ja ein bisschen mal abbeißen und gucken, wie das schmeckt. Sehr saftig, also fühlt sich sehr, sehr feucht auch an. Und der wird wie so ein Hafercookie sein mit irgendwas mit Beeren. Mhm. Sehr saftig. Mhm. Oh, und der ist lecker. Mit Kokos, das muss man mögen. Ja, sehr, sehr lecker, wird aufgegessen. Und ganz ehrlich, dafür, dass in der Pinkbox normalerweise eher so Produkte aus der Drogerie sind,
haben die echt einen rausgehauen, finde ich. Ne? Also ich finde das sehr, sehr toll, was drin war. Was wir natürlich nicht verachten sollten und was ich jetzt noch mal kurz nachreichen müsste. Wir haben ja auch immer eine Zeitschrift mit drin und in dem Fall ist das die Geo-Saison. Und das finde ich total klasse, denn sie bringt dir einfach dieses Fernweh nach Hause, dass du jetzt einfach mal so ein bisschen durchblättern kannst und dich in andere Welten begeben kannst, gedanklich. Und das finde ich ganz schön. Ja, und das ist halt eine Zeitschrift, die man so auch normalerweise kaufen würde. Und die würde in Deutschland 7 Euro kosten. Von daher schlägt die auch auf jeden Fall auch noch mit auf den Gesamtwert drauf. Sich irgendwie. Jetzt lesen, später reisen. Geschichten für die Zeit, wenn Reisen wieder grenzenlos Spaß macht. Das finde ich sehr charmant geschrieben. Wenn ich mich so umschaue, auf jeden Fall, hat mir die Box richtig gut gefallen. Und ist auf jeden Fall für mich so eine Wellness- und gleichzeitig Beauty-Geschichte. Also ich wüsste jetzt nicht, was mir an der Box gerade fehlen würde. Deswegen absoluter Daumen von mir nach oben. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass auch du mir gerne einen Daumen nach oben da. Denn da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!